Liebe Schwestern und Brüder, unser Glaube ist ein Glaube für alle Sinne. So mein heutiges Predigtthema. Unser Glaube, und damit meine ich jetzt heute tatsächlich mal ein bisschen mehr als sonst im Speziellen auch den katholischen Glauben, ist Glaube für alle Sinne. Etwas zum Hören und zum Sehen, aber auch zum Fühlen, Schmecken und Riechen. Und er ist bei all dem auch noch dreidimensional. Er spielt sich ab im ganzen Raum zwischen Himmel und Erde, in den Räumen, die mit Menschen, Bewegung, Musik gefüllt sind. Vielleicht ist genau deshalb die Corona-Krise, diese Pandemie, auch deswegen so besonders schwierig, weil wir etwas entbehren müssen, was so, ich sag's mal etwas flapsig, wichtig ist für die katholische Seele. Glauben mit allen Sinnen. Plötzlich konnten wir und können wir kein Weihwasser mehr fühlen. Wir riechen keinen Weihrauch mehr. Wir singen nicht mehr gemeinsam. Und es macht den Eindruck, es wäre gefährlich, wenn wir uns berührten. Zum Beispiel beim Friedensgruß, aber auch bei der Austeilung der Kommunion. Oder eben auch bei der Spendung der Sakramente, zum Beispiel der Taufe. Aber genau diese Sakramente, Schwestern und Brüder, bringen ja die Sinnenhaftigkeit unseres Glaubens nochmal in extenso eigentlich dem Menschen nahe. Und als katholische Kirche sind wir eine Kirche, die, so heißt es, sakramental verfasst ist. Also die Verfassung der katholischen Kirche fußt maßgeblich auf den 7 Sakramenten. Natürlich, im letzten fußt sie auf Christus. Er ist der Grundstein und der Eckstein. Aber diese Sakramente sind ja sichtbare, fühlbare, sinnlich erlebbare Zeichen einer unsichtbaren Gnade zum Heile des Menschen eingesetzt. So die dogmatische Definition. Sakramente sind sichtbare Zeichen unsichtbarer Gnade zum Heile des Menschen eingesetzt. Glaube in den Sakramenten für alle Sinne. Bei der Taufe beispielsweise gießen wir das Wasser über den Kopf des Täuflings. Wir salben ihn mit dem heiligen Chrisam. Familie, Freundinnen und Freunde, Patinnen und Paten zeichnen dem Täufling ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Alles Zeichen, die erlebbar, die riechbar, die fühlbar sind. Wir sprechen eben in unserem Glauben nicht einfach nur Worte. Wir tun etwas. Wir spüren und erleben etwas. Und begonnen, Schwestern und Brüder, hat diese Art des Glaubens mit allen Sinnen bereits mit Jesus von Nazareth. Auch er war einer, der nicht einfach geredet hat, sondern er hat gehandelt für und an den Menschen. Erlebbar, berührbar, spürbar. Er hat Menschen berührt, Kranken die Hände aufgelegt. Er hat gerne mit Menschen sich zusammengefunden, getrunken, gegessen, Gemeinschaft genossen. Und auch seine eigene öffentliche Geschichte beginnt, wie wir gerade eben im Evangelium gehört haben, mit einem Erlebnis, das voller Sinneseindrücke ist. Man ist ja fast versucht zu sagen, es geht alles in diesem Evangelium um die Erlebbarkeit mit allen Sinnen. Das scheint das Zentrum zu sein. Als Jesus zu Johannes an den Jordan kommt, lässt er sich taufen. Und es war wahrscheinlich damals noch stärker eine spürbare Sache als heute. Jesus ist dafür ganz ins Wasser hineingestiegen, untergetaucht und als neuer Mensch wieder aufgetaucht. Ein besonderes Erlebnis. Spür-
und fühlbar. Manchen mag das vielleicht sogar daran erinnern, wie das uns selber geht an heißen Sommertagen, an denen wir uns nach einem kühlen Bad sehnen und danach gerne auch mal sagen, jetzt bin ich ein neuer Mensch. Und dann geschieht da am Jordan noch etwas Besonderes. Im Raum zwischen Himmel und Erde. Und der Evangelist Markus, der die Geschichte tradiert bekommt, mündlich erzählt bekommt, er schreibt es so auf, so wie es Menschen erzählt haben, so wie sie das Erlebnis, das, was sie gefühlt haben, das, was sie erfahren haben, in Worte gepackt haben. Und sie sagten dazu, der Himmel riss über uns auf. Der Geist kam wie eine Taube auf Jesus. Natürlich, alles fromme Juden, die genau wissen, was es mit dieser Taube auf sich hat. Diese Taube, auch aus dem Alten Testament, die den Ölzweig trägt. Und dann diese Stimme vom Himmel. Irgendwie erlebt, erfühlt, ersehnt, du bist mein geliebter Sohn. Schwestern und Brüder, was für ein großes Erlebnis für alle Sinne. Und dann ist da Weihnachten. Weihnachten heißt doch dann, Gott kommt in die Sinneswelt von uns Menschen. Mit Jesus ist Gott sozusagen in unsere Sinne eingegangen. Er hat Hand und Fuß bekommen. Schon das Alte Testament erzählt davon, dass Gott den Menschen nahe ist und dass sie ihn sinnenfreudig erleben können, beispielsweise im sanften Säuseln des Windes am Berg Horeb gegenüber dem Propheten Elia. Jetzt, mit diesem Jesus von Nazareth, kann Gottes geliebter Sohn die Liebe und Zärtlichkeit Gottes noch konkreter, noch sinnenhafter weitergeben an uns Menschen. Ja, Jesus berührt die Menschen und er lässt sich berühren, er lässt sich sogar berühren von denen, die gesellschaftlich gesehen damals eigentlich als unberührbar galten. Wie zum Beispiel die blutflüssige Frau, wie zum Beispiel die Menschen mit Aussatz. Jesus setzt sich dieser Welt wirklich mit allen Sinnen aus und er lässt sich mit allen Sinnen erfahren. Er lässt sich taufen von Johannes am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Er lässt sich kurz vor seinem Leidensweg salben von einer Frau. Er will die Nähe der Menschen, Schwestern und Brüder. Und so ist auch unser Glaube, vielleicht besonders eben der katholische Glaube, ein Glaube voller Nähe und voller Berührung. Jetzt könnte man meinen, das sei jetzt eine Predigt, die in die Richtung gehen würde, dass ich dafür plädiere, dass wir diese Grenze der Unberührbarkeit, die uns durch die Pandemie und die Corona-Krise auferlegt ist, sprengen müssten und darüber hinweggehen müssten. Das ist nicht der Fall. Aber ich frage schon nach der Sinnhaftigkeit dieser Krise. Die bekannte Chance in der Krise. Und ich erlebe es schon so, dass genau das, was wir ersehnen, ganz genau das, was uns abgeht in dieser Zeit der Unberührbarkeit, dass uns das vielleicht auch näher wieder zu dem Proprium unseres Glaubens, zu der Eigenheit unseres katholischen Glaubens auch führen kann. Und dabei ist es, glaube ich, wichtig, diesen Glauben zu sehen als einen Glauben, der voller Nähe ist und der sinnlich erfahrbar ist und immer sinnlich erfahrbar bleiben will, so wie Christus erlebbar und erfahrbar war und blieb. Dass Jesus es in keinster Weise von uns wollte, dass wir jetzt diese Grenzen der Unberührbarkeit sprengen, dass wir
jetzt diese uns auferlegten Verordnungen hinter uns lassen, das ist für mich glasklar. Denn direkt nach dieser Taufe beginnt Jesus das Fieber bei einem Menschen zu heilen. Und direkt danach heilt er jemanden, der gelähmt ist. Er hätte es nicht gewollt, Schwestern und Brüder, dass wir es riskieren, andere anzustecken, wenn wir denn wissen, dass es diese Ansteckung und diese gefährliche Krankheit gibt. Und dennoch ist unser Glaube ein Glaube für alle Sinne, ein Glaube, der den Menschen nah sein will. Und so verbinde ich etwas Zweites damit, mit dieser Corona-Krise und dieser Pandemie, dass wir vielleicht auch darauf zurückgeworfen sind, die Frage zu stellen, wie wir heute unter diesen Bedingungen in dieser Welt vielleicht auch neue Wege finden können, Menschen nahe zu sein, als Kirche berührbar, erfahrbar und erlebbar zu sein, wie wir unseren Glauben leben können, auch dann, wenn wir vielleicht in vielen Punkten eher auf Distanz leben. Natürlich hoffen und beten wir auch dafür, dass wir wieder zurückfinden zu dem, was unseren Glauben ausmacht und dass wir feiern können, wie wir feierten. Aber Schwestern und Brüder, ich hoffe auch, dass wir als veränderte Menschen diesen Glauben dann leben, dass wir um diese Distanz weiterhin wissen, sensibel sind für die Situationen von Unberührbarkeit und dass wir auch dort uns nicht zu fein sind, Wege zu den Menschen zu suchen und zu finden und auch etwas in die Waagschale zu werfen, auch etwas zu riskieren. Denn eines ist auch klar, Jesus war das eigene Leben nie so wichtig wie das des anderen. Ich sagte es am Anfang der Pandemie schon einmal, das ist ja auch das tolle Zeichen an diesem Mundschutz, den wir seit Anfang der Pandemie tragen. Der schützt zuallererst eigentlich den anderen und nicht mich. Und wenn das die Perspektive für mich als Christ und als Christin ist, dann habe ich, glaube ich, viel verstanden von dem, wie Jesus gelebt hat. Habe ich viel verstanden von dem, was wir jetzt feiern. In seiner Zerbrechlichkeit, in diesem kleinen Stück Brot, in diesem winzigen Schluck Wein. Darin findet sich größeres Leben. Amen.